Was wird wohl in dieser Truhe sein? Willkommen zurück zu Zelda Wind Waker HD. Wir sind im Turm der Götter und haben hier beim letzten Mal diese beiden Fackeln angezündet und diese Truhe hier freigeschaltet. Und hier ist ein kleiner Schlüssel drin, wie ich es vermutet habe. Wunderbar. Ja, mir ist auch das Wort Cliffhanger wieder eingefallen, was mir beim letzten Mal nicht eingefallen ist. Mein Gott, ja. Ich habe so lange selber keinen mehr gemacht. Zumindest nicht bewusst. Und deswegen, ja, war mir der Begriff gar nicht mehr geläufig. Schon krass. Naja, gut. Mit dem kleinen Schlüssel können wir jetzt also hier irgendwas im Turm der Götter weiter anrichten. Vielleicht sogar auf der linken Seite, die ich ja bisher gemieden habe, absichtlich. Doch, kann gut, ganz gut sein, dass wir da wirklich einen Schlüssel brauchten und dass es eigentlich ganz gut war, dass ich erst gar nicht dahin gegangen bin, also hingefahren bin. Wobei wir da auch nicht so bis vor die Haustür fahren können, wie wir jetzt hier sehen. Komm schnell, Link, schnell, 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 schnell. Boah, letzte Sekunde. Da unten, genau. Ich weiß gerade allerdings nicht, in welchem Raum das war mit dem. Nein, wo wir das Dungeon-Item benötigten. Also ich meine auch nur. Ah, das war der mit der großen Treppe, den ich im letzten Part mal erwähnte. Was wollte ich denn gerade nochmal sagen? Na, ist auch egal, ne? Mit dem Dungeon-Item, da brauche ich das jedenfalls irgendwo jetzt hier. Das war dann in dem oberen Raum. Wir werden gleich auf jeden Fall schon mal reinschauen, aber wir können halt noch nicht wirklich was da machen. Weil wir da eben das Dungeon-Item benötigen. Und ihr werdet sehen, was das für eine Vorrichtung ist, und dann werdet ihr auch sehen, was das Dungeon-Item ist. Was wir auch langsam mal brauchen, um uns die Fähigkeit, uns porten zu können, zu erwerben. Es ist nämlich ganz geil. Also, das ist nicht notwendig, gerade wenn man da jetzt hier das 7-Meilen-Segel hat, aber es ist natürlich trotzdem deutlich angenehmer, wenn man sich hier porten kann auf der großen Overworld. Die ist ja wirklich riesig. Also ich glaube, das ist eine der größten Overworlds in Zelda ever. Zumindest bis jetzt, ne? Zelda U soll ja auch eine riesige Overworld haben. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, aber freue mich natürlich, wenn es wirklich so ist. Bin ich auch mal sehr gespannt, wann das rauskommt. Also so gegen so ein Blind Let's Play davon wäre ich auch nicht abgeneigt. Aber muss ich dann halt auch gucken, wie das mit den anderen Zelda-Titeln in Verbindung, also im Konflikt steht, besser gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass ich zu dem Zeitpunkt dann gerade bei Majora's Mask dran bin. Je nachdem, wann es eben rauskommt, wenn es wirklich im Sommer rauskommt. Weil Wind Waker werde ich auch noch ein bisschen zocken. Vielleicht habe ich dann aber auch gerade Wind Waker erst fertig. Wer weiß. Aber ich sag mal so, wenn ein offizielles Datum, was es bisher noch nicht gibt, kommt, was dann auch wirklich so, ich sag mal, Juni, Juli rum ist, also diesen Jahres, dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, also dann bin ich noch bei Wind Waker wahrscheinlich, also naja, also wenn ich noch bei Wind Waker bin, wenn diese Ankündigung kommt, ganz erlaubt gesagt jetzt, ne, dann kann ich ja einfach so lange auf den Titel warten, wenn es jetzt nicht noch Ewigkeiten dauert. Ich sag mal so, 2 Monate ist ja absolut in Ordnung. Weil Majora's Mask wird ja sowieso wieder seine Zeit brauchen. Wenn ich dann allerdings schon bei Majora's Mask bin und dann gerade die Ankündigung kommt, wäre es natürlich extremst kacke. So, hier können wir uns noch eine kleine Truhe spawnen lassen, die absolut optional ist, aber wir wollen ja alles haben. Auch Logik pur, dass die hier dann wieder ausgehen und die Truhe trotzdem da bleibt, aber okay. Ist halt so. Wäre auch sonst extremst nervig. Ich tippe auf ein Glücksamulett. Was für ein Wunder. Naja. Was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Ist da drüben das. Ja, ne? Ja, naja. Ich glaube, der Wasserfall da ist ausgegangen. Also das, was wir eigentlich machen müssen. Aber ich wollte euch noch kurz den Raum hier zeigen. Und Zelda-Kenner werden jetzt, wie gesagt, schon sehen, welches Dungeon-Item wir hier bekommen. Und welches wir dann hier anwenden müssen. Leck mich doch. Ah, Moment, ich brauche ein Foto von dir. Du bekommst heute kein Foto von mir. Oh, das kommt heute. Ich habe das ja mal sporadisch geguckt. Aus Belustigung, aber jetzt schon lange nicht mehr. Letzte Woche war ja sowieso nicht da. Reicht das? Das war natürlich zu nah. So nah will man dann doch nicht an seine Stars ran. Komm doch mal her. Zeig dich, jawohl. Ja, okay, der hat mir zwar nicht sein Face gezeigt, aber das
Hat trotzdem gereicht. Ey, komm schon. Hier. Ich hab doch hier, einen Bumerang. Und der ist, der macht Wind. Na, okay. Ist eigentlich nur logisch. Und das scheint der Kompass zu sein. Ich meine, Wind ist ja im Endeffekt auch Sauerstoff. Und Sauerstoff treibt natürlich das Feuer an. Also insofern ist die Logik, Feuer mit Wind auszumachen, jetzt nicht gerade. Ja. Denkt man ja immer, aber ist ja nicht so. Ja, wie gesagt, mehr können wir hier noch nicht machen. Wegen dem Augenschalter. Jo. Deswegen gehen wir jetzt schön weiter. Wir haben jetzt einen neuen Weg, den ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil ich gerade mit meiner, ja, was ist, wenn Zelda U angekündigt wird, wann und wie und was ich dann gerade mit Zelda mache und so. Naja. Aber ich weiß natürlich über den Dungeon Bescheid und weiß, dass es auch nur eine Möglichkeit gibt, was jetzt genau gemacht werden kann. Und deswegen muss eben dieser Wasserfall hier aus sein. Und er ist aus. Das Face hier drauf erinnert mich gerade ein bisschen an den Mond aus Majora's Mask. Würde mich mal interessieren, was ihr besser findet. Also den Originalmond aus dem N64-Klassiker oder den Mond aus dem 3DS-Remake. Die sehen ja sehr verschieden aus. Ah, nervigster Gegner in diesem Dungeon wahrscheinlich. Dieser Kack-Pisser hier. Man kann ihm auch einfach nicht wirklich ausweichen. So. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich die ganzen Sachen herkriege. Ach so. Mein Gott. Ja, die habe ich einfach mal geschmeidig übersehen. Ja gut, da kann man jetzt halt nicht viel machen. Da muss man jetzt leider rennen. Und einfach Glück haben. Wieso triffst du mich? Ich stehe hier hinter dem Ding. So, hört auf. Ganz gut so. Also, wenn man Glück hat, kommt man hier gut durch. Wenn man Pech hat, dann kommt man hier jahrelang nicht weiter. Jetzt. Gib Gas! Oh, yes. So. Zack. Allein ist es ja kein Problem, aber mit diesen Statuen kann man sie ja leider nicht rollen. Nein! Du Pisser! Ich seh gerade gar nicht, warum der sich dreht. Okay. Im Uiuiui! Scheiße. Im Uhrzeigersinn. Boah, du Kackratter, hau ab. Ganz am Rand sieht er mich gar nicht. Ja, super. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Naja, das waren temporär, also nicht temporär Schalter, die sind ewig. Und hier auf einer dieser Plattformen, so wahr ich mich erinnern kann, muss eine der Tingle-Statuen sein. Also die Tingle-Statue aus diesem Dungeon. Kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, Sicherheit, aber ich glaube, es war so. Ja, auf der. Hundertprozentig auf dieser Statue. Braucht man jetzt spezielle Bomben oder was? Ich versuch's einfach mal mit normalen Bomben. Weil ich mir eben nicht sicher bin, ob man da jetzt spezielle Bomben oder so was brauchte. Ich leg jetzt einfach mal eine Bombe hin. Oder vielleicht muss man auch erstmal den Dungeon beendet haben oder keine Ahnung. Halt. Man kann es doch schon machen. Verdammt. Wieso habe ich es da nicht einfach mal versucht? Na gut, dann werde ich das in den ersten beiden Dungeons nachholen und sonst jetzt immer direkt aktuell machen. Denn hier befindet sich... Du, eine göttliche Dingelstatue. So, damit es auch in den Satz passt. Sie ist ganz mit Meersalz verkrustet oder Meeressalz und fühlt sich nicht gerade angenehm an. Auf Tingles Insel kannst du sie bewundern. Ja, das werden wir bald machen. Wieso habe ich es nicht einfach versucht, ne? Wieso habe ich es nicht einfach versucht? Na jedenfalls, hatte ich auf jeden Fall mit Recht, dass die hier war. Und man muss einfach nur normale Bomben drauflegen. Wissen wir jetzt auch Bescheid. Dann werde ich hier am besten direkt nach dem Dungeon hier nachholen und ja, werde dann auch in den nächsten Dungeons darauf achten, immer an die Tingle-Statue zu denken. Wenn ich natürlich weiß, wo sie ist, könnte ich gerade auswendig nicht sagen. Wenn ich die Stellen dann sehe, vielleicht. So, wir sind jetzt hier im großen Hauptraum. Also gut, der Hauptraum war vielleicht auch unten, wie auch immer man es jetzt sehen mag. Aber für mich ist das hier eher der Hauptraum, weil es hier jetzt richtig mit dem Dungeon losgeht. Das war nur der Eingang. Da unten die Truhe, die wir sehen, das war das, wo wir das Dungeon-Item brauchen mit dem Augenschalter und so. Da können wir also noch nichts machen. Aber jetzt geht es hier erst richtig los. So, was wollen die hier von mir? Da. Da leuchtet's, da müssen wir lang. Und das Leuchten symbolisiert offenbar eine Statue, die hier am Ende des Raums ist. Ich glaube, hier kommen jetzt zum ersten Mal auch die Pyramagus-Typen vor. Wie ist der Plural davon nochmal?
Moment, Magus und Magi, ne? Pyromagi, glaube ich. Ich orientiere mich da gerade an Hyrule Warriors. Weil ich weiß, ich erinnere mich an diese Nachricht von wegen, die Magi wurden auf dem Spielfeld gesichtet und du musst sie besiegen, weil sie sonst weitere Gegner beschwören und sie stärker machen. Ich glaube, Magi ist der Plural. Vielleicht aber auch erst später hier, also bisher sehe ich noch keinen Pyromagus und da, ja, okay. Wahrscheinlich, wenn wir den Augenschalter dann betätigen, aber können wir ja noch nicht. Deswegen ist das bisher auch noch völlig irrelevant für uns hier alles. Und jetzt bald dürften wir auch ein neues Lied lernen. Allerdings müssen wir erst einmal das Konzept des Dungeons hier begutachten, sag ich mal. Umher, Irrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttinnen bist. Erwecke mich mit Hilfe von ZR und führe mich zu meinem heiligen Platz. Gerne doch. Also, come on! Mit ZR rufen. Die Plattform fällt runter. Und endlich haben wir jetzt mal einen, der uns folgt. Das haben wir in diesem Spiel ja eigentlich nicht wirklich. Also so einen richtigen, nennen wir das mal Sidekick? Weiß ich nicht, so einen richtigen Begleiter halt. Wie Fei oder Navi oder... Wieso sind Fei und Navi eigentlich immer die ersten, die mir einfallen und nicht Midna? Ja. Oder natürlich auch Taya. Ich vergesse immer, was ich hier machen muss. Übrigens, wenn man hier... Nee, wie kann man den denn nochmal dazu bringen, ja, nicht mehr zu folgen? Ging das nicht irgendwie? Ich weiß nicht, ob man selber rüberspringen muss, also alleine, oder ob man mit dem rüberspringen muss. Ich glaube, man muss mit dem rüberspringen, oder? Ja. Da weiß ich nämlich nie, ob ich den rüberwerfen muss und dann alleine rüberspringen muss, oder ob ich mit dem gleichzeitig rüberspringen kann. Weil, ich meine, guckt euch das an. Es sieht nicht so aus, als würde Link diesen Sprung schaffen mit diesem fetten Steintypen auf dem Kopf, oder? Also über dem Kopf, aber es klappt tatsächlich, ja. Das finde ich auch einfach so ein bisschen... für mich ist es ein Logikfehler. Sage ich ganz ehrlich. So. Schön in den Tod gerast. Oder gesprungen. Haben sie nicht besser verdient, wenn sie mich angreifen wollten. Mit ihrem Elektrokack. Und der Steinjötze. Jötze, ja. Schön reinlinsch. Der Steingötze ist auf seinem Podest gleich. Ganz genau. Jetzt... Gott sei Dank und so, ne? Naja. Und da erscheint eine Tafel. Sieht doch mal sehr verdächtig aus. Und wie bereits erwähnt, wir lernen hier ein Lied. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt auch jedem aufgefallen. Dort sind Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. Ja, das, was hier immer steht. Link. Dankeschön. Und zum ersten Mal noch ein Vierertakt. Deswegen müssen wir jetzt den linken Stick nach links bewegen. Und das Lied spielen mit dem rechten Stick. Und dadurch haben wir jetzt die Sonate des Puppenspielers erlernt. Ich hoffe, man hat gerade nicht meinen Magenknurren gehört. Der ist gerade extremst laut. Befehlige mich den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. Okay, das werde ich tun. Und die Plattform, die Tafel verschwindet. Und auch dieser Steingötze hier erlischt. Gut, dann werden wir also den nächsten Weg hier einschlagen. Und schauen, was hier auf uns wartet. Ja, das ist also das Konzept des Dungeons. Wir müssen eine Statue transportieren. Und müssen dabei natürlich vorsichtig sein. Eigentlich können wir die doch... damit abschießen, oder? Nee, können wir nicht. Gut. Aber wir können sie zu uns kommen lassen und sie dann töten. Ob sie uns immer bemerken, ist so eine andere Sache. Da habe ich früher übrigens nie gepeilt, wie man das schafft, hier rüber zu kommen. Kann ich ihn vielleicht auch irgendwie... Nee. Jedenfalls hier oben natürlich Greifhakenvorrichtung und so. Moment. Nee, Fanghaken, ne? Moment. Fanghaken war das, ne? Oh Mann! Nutte. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das der Fanghaken war. Gibt's da nicht eine Info? Moment. Erklärung, genau. Nee, das war der Greifhaken. Okay. Das ist der Greifhaken? Okay. Na gut, klar, der hat ja auch einen Greifer. Ja, ja. Der hat ja keinen... Ist ja nicht so ein Fanghaken wie bei Ocarina of Time. Mache ich lieber mal so, bevor ich jetzt beim
zurückkommen wieder hier in den Rheinrasen. Das muss nicht sein. Im nächsten Part werden wir zum ersten Mal die Sonate des Puppenspielers anwenden müssen hier. Ja, und mal schauen, wie weit wir im Turm der Götter voranschreiten. Bis zum nächsten Part. Tschüss.